Der Prozess gegen den 24-jährigen Studenten Fritz Teufel, angeklagt wegen Aufforderung zur Brandstiftung und inhaftiert wegen angeblichen Landfriedensbruchs am Abend des Schahbesuches, fand 35 Tage nach seiner Festnahme statt, am 6. Juli dieses Jahres. Nach 35 weiteren Tagen der Untersuchungshaft wurde der Angeklagte heute Nachmittag überraschend entlassen. Eine Tatsache, die angesichts des Scherbenhaufens, den der Fall Teufel hinterlassen hat, nur mit halber Genugtuung zu vermelden ist. Diese Szenen waren die unbequemen, manchmal auch geschmacklosen Begleiter eines Falles, der über die universitäre Landschaft hinaus die Autoritäten Berlins beunruhigt hat. Die Fragen an die Justiz und der Zweifel an ihrer Praxis sind nicht verstummt, wie nun wohl der in den letzten zwei Monaten kaum zu überhörende Ruf nach Freiheit für Teufel. Ich betrachte meine Freilassung als einen Erfolg der politischen Studentenbewegung von Berlin, der es gelungen ist, Reste der liberalen Öffentlichkeit zu mobilisieren. Meine Freilassung in Form einer Haftverschonung ist allerdings ein fauler Kompromiss. Wollen vergasen! Verjasen, sowas sollte man verjasen. Diese Aufnahmen wurden vor wenigen Stunden gemacht. Die Reaktion dieser Menschen ist beklemmend. Sie zeigt bestürzend, wie wenig manche Bürger, wenngleich provoziert, in der Lage sind zu unterscheiden zwischen Antipathie und Gerechtigkeit. 20 Jahre nach dem Beginn der sogenannten Studentenunruhen, die Identifikationsfigur bei uns in Naziste. Guten Abend, Fritz Teufel. Wenn man Ihnen vor 20 Jahren gesagt hätte, in 20 Jahren sind Sie in so einer Sendung wie dieser, hätten Sie das geglaubt? Ja. Warum? Na, ich war sehr vertrauenswürdig damals. Und, Was machen Sie eigentlich heute? Ich fahre mit dem Fahrrad durch die Gegend, schreibe ein bisschen für die Taz, zeichne. Und alle Jubeljahre werde ich auch mal vom Fernsehen eingeladen. Wo wohnen Sie? Ich bin auch ein Berliner. Fühlen Sie sich da wohl? Ja, ja. Sie sind ja nun eine Figur, wo man damals ziemlich viel Hoffnung geknüpft hat, wo man sagte, das ist einer, dessen Weg wollen wir verfolgen. Das ist im Grunde der geborene Weltrevolutionär. Und es ist ja eigentlich so eine halbe Generation, die so ihr Schicksal zumindest damals gerne an das ihre gekettet hätte. Wenn Sie jetzt 20 Jahre weiter blicken, würden Sie sagen, Sie sind ein Enttäuschter? Na, für die Weltrevolution hat es nicht gereicht. Aber es war doch schön. Tut Ihnen das leid? Nee, man lernt einfach dazu und als 44-Jähriger sieht man die Dinge anders als als 24-Jähriger. Ich glaube, das ist unvermeidlich. Mit 24 tut man sich leicht zu sagen, trau keinem über 30. Wenn man jetzt selbst über 40 ist, was dann? Ja, dann sagt man, das sind doch Kinder oder was waren wir für Kinder mit 24 beispielsweise. Heißt das, Sie distanzieren sich von dem, was Sie damals gemacht haben? Nö, aber ich sehe das heute nüchterner. Was heißt nüchterner? Halten Sie es für falsch oder für richtig, was Sie damals gemacht haben? Wir waren gut drauf. 67 war ja das Jahr der Blumenkinder. Und dann kam allerhand auf uns zu. Auf einige mehr, auf andere weniger. Auf mich kam eine ganze Menge zu. Ich war ja der Erste, der eingelocht wurde. Hat man gerade gesehen, wie ich ein paar Wochen später rauskam und dann bin ich nochmal in den Knast gekommen, weil ich die Auflagen missachtet habe und nach insgesamt 5 Monaten rausgekommen und dann wurde ich praktisch jedes Wochenende verhaftet oder jedenfalls es gab keinen Provinzpolizeichef, der nicht glücklich war, dass er mich mal in seinem Ort verhaften konnte. Wenn Sie heute durch Berlin gehen, gibt es da immer noch Junge oder Alte, die sagen, Mensch, das ist doch der Teufel? Ja, manche sagen auch Fritze, natürlich gibt es sie, aber es werden weniger. Und ich bin auch nicht unglücklich drüber. Ich bin ja nicht im Schaugeschäft geblieben, sondern habe mich ein bisschen zurückgezogen. Ihre Professoren sagen, dass Sie einer der intelligentesten Studenten
gewesen sein sollen. Sie haben eben selbst gesagt, dass Sie dann ins Gefängnis gekommen sind. Sie sind auch aufgegriffen worden mit einer abgesägten Schrotflinte, wurden dem Terrorismus zugerechnet, haben insgesamt knapp 8 Jahre gesessen. Heißt das für Sie, 8 Jahre sind genug Knast, Sie haben einfach keine Lust mehr, oder ist da immer noch ein Aufbegehren, dass Sie sagen, Sie wollen sich von denen doch nicht kleinkriegen lassen? Ja, naja, kleinkriegen. Kleingekriegt werden wir alle eines Tages, aber 8 Jahre Knast ist auch eine schöne Zeit, also reicht mir. Haben Sie noch Kontakt zu den alten Kollegen von damals und leben die genauso wie Sie? Ja, das ist doch eher so, dass das alles wie ein Kometenhaufen auseinanderschreibt. Das ist ja wahrscheinlich sowieso so im menschlichen Leben. Sie sind mal in der Familie und dann in dieser Familie und dann in der Kommune und dann in der South London Bakers Co-op und dann im Hochsicherheitstrakt. Und jetzt lebe ich alleine mit meinem Seehund und fühle mich auch glücklich. Ein Seehund? Ja, den muss ich noch füttern. Ah ja. Der sitzt jetzt an der Kamera und macht am Bild zu Hause am Fernseher und macht. Sagen Sie mal, wem vertrauen Sie eigentlich noch? Ich traue Karel Gott. Gehen Sie zur Wahl, wenn Wahlen sind? Ja, das letzte Mal habe ich AL gewählt in Berlin, diesmal weiß ich nicht, lohnt sich vielleicht gar nicht mehr. Es ist uninteressant. Wovon träumen Sie noch? Na, ich träume davon, mit dem Fahrrad durch China zu fahren. Wann machen Sie das? Und ich träume von einer fahrradfreien Stadt München und ich träume davon, dass ich das nächste Mal mich nicht mit dem Kleinbus abholen lasse vom ZDF, sondern dass mir ein Fahrrad zur Verfügung gestellt wird. Gut, wir werden sehen, was sich machen lässt. Die Träume eines Fritz Teufel haben Sie in 20 Jahren schon geändert. Zumindest für die chinesische Fahrradtour wünsche ich Ihnen alles Gute. Und danke fürs Kommen. Das war alles. Tschüss. Einfach sitzen bleiben. War Musik damals eine wichtige Geschichte, 68? Ja, Musik ist immer noch eine wichtige Geschichte. Ich habe auch schon angefangen, Flöte zu spielen und habe jetzt gerade ein Saxophon gekriegt. Kennen Sie den Titel noch?